Sensationelle Bewegung. Das ist unglaublich laut hier. Wenn die Marie Kinscher beschwert sich, da wäre geschubst. Schiedsrichter sagen nein. Sie wurde geschoben, sicherlich kann man das pfeifen, muss man aber nicht pfeifen. Schade. Da hat sie Glück, sie mit dem Treffer. Schon, aber leider. Zum 2-2. Aber auch wenn sie jetzt ruhig aufbauen, es muss mit dem Tempo weitergehen, was sie eben angelegt haben. So ist Dortmund hier zu schlagen, so ist Dortmund hier zu knacken. Ja, aber ich sage mal so, zu viel Tempo vorne ist auch nicht gut. Aus dem einfachen Grunde, es sind unterschiedliche Voraussetzungen. Bei den Schwerinerinnen muss man auf die Bank gucken. Wir gucken uns beide Bänke an. Bei Dortmund relativ voll, was heißt rappelvoll. Und bei Schwerin sind ja nur 3-4 Auswechselspielerinnen plus eine Torhüterin. Das schnelle Tor und der technische Fehler von Benny Künzel und das Tor wenn man von Carina Schäfer. Wenn man permanent Tempo geht, sind die Spielerinnen ja irgendwann auch platt. Das ist halt das, was Dortmund ausnutzen kann, ihre Schnelligkeit. Sie haben eine volle Bank und wenn einer mal nicht kann, wird einer nachgeschoben von der Bank. Kurze Ruhephase dann für die andere Spielerin. Schön gedacht von Kerstin Felkerl, auch wenn die Künstler an den Kreis. Da standen sie noch in diesem gestrichelten Kreis drin. Da müssen sie natürlich raus. Sie sind zurückgepfiffen. Kerstin Felkerl mit der Finte und dem leichten Ballverlust. Der technische Fehler. Und davon macht Dortmund heute einfach deutlich weniger. Und deshalb führen sie hier mit 2-12. Das ist richtig. Aber auch jetzt bei 6 gegen 6 sehe ich gerade, bleibt Tini Schröder auf der Nummer 6 in der Manndeckung. Ja, Susanna Nikova. Gut, war Schwierigkeit, denke ich mal. Ja, aber man hat eben auch gesehen, dass sie dann entsprechend, wenn sie hochsteigt, gefährlich ist. Und Susi Griff. Wenn die Künste verliert er den Ball und das dürfte 2 Minuten geben gegen Antje Thormann. Das weiß ich auch. Na, Susi Grimm wartet etwas länger jetzt, bevor sie abtaucht. Das gibt ihr jetzt auch das Gefühl, mit 2-3 gehaltenen Bällen, dass sie mit dieser Entscheidung etwas länger zu warten, vielleicht goldrichtig liegt. Eigentlich Platz gehabt, hat sich nicht getraut zu werfen. Schönes Kreisanspiel. Nicht zu halten von Kerstin Felkerl. Miriam Schlierkamp. 2-13. Ja, so hat man sich das hier in Schwerin aber nicht ganz vorgestellt. Mit dem starken Gegner hat man gerechnet, aber so abzutauchen, damit nicht. Kai, es ist immer schwierig. Man ist der Underdog, man ist die Unbekannte. Dortmund wird sich so gut informiert haben, wie es nur möglich ist. Und werden sich dementsprechend auch wieder ein schlechter Pass, jetzt wird Zeitspiel. Siebter Zeitspiel, jetzt müssen sie schnell reagieren. Jetzt muss es schnell gehen. Hau einfach drauf. Hau einfach drauf. Ach. War an sich guter Pass auf Kerstin Felkerl an den Kreis und jetzt gibt es noch. Eine gelbe Karte. Gelbe Karte gegen 22. Kira Brandes. Die letzte in dieser Halbzeit, das war die dritte für Borussia Dortmund. Und jetzt versuchen sie sich selber zu motivieren, aber scheint, dass sie selber nicht so recht glauben, dass sie es können. Ja, wie gesagt, Schwerin der Underdog. Dortmund hat sich sicherlich weitestgehend informiert. Wissen über die Personaldecke in Schwerin Bescheid. Dementsprechend kann man natürlich das Training und das Spiel darauf auch ausrichten. Man kommt hier nicht die guten 500, 600 Kilometer.
durch Deutschland gereist, um hier vielleicht ohne einen Sieg und den Einzug in die vierte Runde nach Hause zu fahren. Ja, aber es ist vielleicht eine gute Zeit für ein gutes Spiel, dass Susi Grimm sich jetzt ins Spiel reingefuchst hat. Ja, die Impulse, klar, die mussten du heute aussenden. Da weiß auch die Abwehr, die ja eben gerade noch zu fünft war, gut gearbeitet hat. Aber auch dann macht man sich das kaputt durch so einen technischen Fehler. Und die werden eiskalt ausgenutzt. Ja. Nikola Scholl mit dem 2:14. Man macht sich das hart erarbeitet in der Abwehr, macht man sich durch Fehlpässe und nicht gefangene Bälle natürlich unheimlich schnell kaputt. Das ist natürlich schade für die Springer und Mädels. Hoffen wir mal, dass es noch besser wird. Jetzt über außen, Christine Schröder scheitert erneut. Ja, sollte Tini Schröder auch nicht unbedingt diesen Winkel nehmen, sollte warten, bis sie eine bessere Position bekommt, Anspielstation, bisschen mehr Platz, damit sie weiträumig zum 7 Meter springen kann. Sie kann es ja. Und dann denke ich mal, wenn sie etwas mehr Platz hat und ihre Sprungkraft einsetzt, kann sie ihr gutes Auge auch beweisen und den Ball im Tor unterbringen. Ja, wir hatten ein wenig Hoffnung nach den 2 Toren. Jetzt gibt es 7 Meter. Für Borussia Dortmund und die gelbe Karte gegen Jule Kluth. Und Anna Pöschel, wir hören es gerade durch den Hallensprecher, jetzt im Tor für diesen 7 Meter. Ich will zwar nichts voraussagen, aber vielleicht. Schade, Ecke gerochen. Aber sicher von Susanna Horatnikova. Der zweite 7 Meter, den sie verwandelt zum 2:15. Jetzt, das jawohl, starkes Anspiel. Antje Dormann, was für ein Fang. 3:15. Ja, Antje kann natürlich auch körperlich da entgegenhalten. Susi Grimm, ganz stark. Der Ball ist weg, aber Ball wird für Schwerin. Klar, wenn Antje Thormann am Kreis einen Ball kriegt, die hält ihn fest, die kann ihn mit ihrem Körper abschirmen und ist trotz alledem unheimlich schnell auf die Beine, so wie man eben gesehen hat, und dreht unheimlich schnell ab, hat dann das Auge auch noch, um den Torhüter sich anzuschauen, auszugucken und den Ball einzunetzen. Ja, aber auch das Anspiel vorher war natürlich erste Sahne. Das heißt, es geht, es gibt die Möglichkeit. Da die zweite Situation, 7 Meter. Und 7 Meter, wieder Antje Thormann. Und da möchte ich gerne mal Wendy Kinzel zitieren. Die sagte, man weiß auch nicht, wie sie das macht. Und jetzt der zweite 7 Meter für Grün-Weiß-Schwerin, Kerstin Felkel. Jawohl. So, wenn ich das mal sagen darf. 4 Tore sind gefallen für Schwerin. Einer als Aufsetzer durch die Beine, die anderen 3 gingen oben in die Ecken. Vielleicht liegt da der Schwachpunkt, obwohl die Torhüterin relativ groß ist mit 1,83. Klasse Finte. Stark. Los, Mädels, nimmt ihr den Puls von Susi mit? Ja, Möglichkeit, das Kreisanspiel hat ja jetzt auch gefruchtet. Wieder Thormann, die da die Sperre stellt für Künzel. Jetzt der Kreuz und wieder oben. So wie ich es gesagt habe. Da scheint die Torhüterin ihre Schwächen zu haben. Und so eine Spielerin wie Kerstin Fecke wird das natürlich bewusst, wenn sie den ersten einnetzen kann, oben den zweiten jetzt wirklich sicher einnetzt. Das war aber auch schön gestellt, haben sie bewegt und schön. Dann mit dem Kreuz ist Felkel frei zum Boden. Und das war gut ausgeguckt, Kira Brandes mit dem Heber zum 5:16, da war Susi Grimm wieder auf diesen Wurf eingestellt
Und da hat sie so schön ausgeguckt. Ja, ist natürlich auch schwer zu verteidigen für einen Torhüter. Nur die in eine Position zum Reinarbeiten. Aber ist natürlich clever gewählt. Jetzt haben wir den Wechsel auf Springer Seite. Jule Knut raus. Joda Wenk rein. Gucken, ob es jetzt weiter positiv geht. Nach vorne geht natürlich, Entschuldigung. Aber oh, da war der Platz schon da, da war der Platz schon da. Das sieht sie natürlich nicht. Ja, war ein bisschen rückgespielt vom Kinscher. Wieder das versuchte Kreisanspiel. Und jetzt da kommt er von Borussia Dortmund. Und er war sicher verwandelt von Kira Brandes. Was aber auch schön zu sehen ist, die Schweriner Mädels lassen den Kopf oben, spielen weiter ihren Stiefel, versuchen und probieren. Und an so einen Aufgaben wächst natürlich ein Spieler, eine Mannschaft. Und es ist ein schönes Zeichen. Schönes Tor, Kerstin Pecker. Für den Verein, natürlich. Den sieht ein Torhüter natürlich ganz, ganz spät. Weil natürlich auch so wie eben aufsetzt, kurz vor den Beinen. Ist es schwer zu verteidigen. Wieder 7 Meter. 7 Meter. Abwehr im Kreis. Na gut, leichte Schubsen, gelbe Karte für Benny Künzel. Das ist die dritte gelbe Karte für Schwerin in diesem Spiel. Also wird jede weitere Bestrafung natürlich als 2-Minuten-Strafe jetzt für Schwerin abgegolten. Und Susi Grimm. Ich glaube, Susi war sogar dran. Es wird wieder eine Variante gespielt, jetzt wird das, weil es so laut ist hier in der Halle, von Spielerin zu Spielerin weitergetragen. Ja, das ist wie stille Post natürlich, ne? Und wenn das Richtige rauskommt, ein Tor, dann hast du das richtige Pferd vor dem Wagen gespannt. Dortmund deckt hier sehr offensiv und sehr aggressiv, auch gegen die Außen. Auch sehr aggressiv, körperbetont, aber alles im fairen Bereich. Auch gut rausgerückt jetzt gegen Kerstin Felkel. Ah, der Wurf war zu schwach. Und dann natürlich genau auf den Körper von der Torhüterin. Die hat mit dem Ball gar keine Probleme, kann ihn sogar fangen. Und durch den Kreis gelaufen. Und Abwurf für Schwerin. Mädels, macht einfach weiter, habt Spaß. Und ihr werdet sehen, dass ihr auch Erfolgserlebnis haben werdet. Stark. Und 7 Meter. 7 Meter, das muss aber auch eine Bestrafung geben eigentlich. Das muss auf jeden Fall gewischt werden. Ich sag mal, ich habe da ein klares Stoßen gesehen von der Gegenspielerin. Keine Kontrolle bei der Werferin. Dementsprechend wäre auch eine Besprachung. Ja, möglich. Ferkel. Ah, oh, sie scheitert diesmal mit dem Aufsetzer gegen Magdalena. Chimins ist kaum ein Kraut gewachsen gegen diese Torhüterin. Macht eine ganz starke Partie. Oh no, da kriegt sie nicht gehalten, Kira Brandes. Ich glaube auch, die Abwehr ist nicht das unbedingt beste Mittel, was man eben